Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen VR-Video. Diesmal in Rick and Morty, die Virtual Rick Reality. Ja, quasi als Fortsetzung zu, wie hieß es, Accounting, genau. Und auch sehr schön halt in dem Rick and Morty-Stil hier auch die Hände, sehr geil. Das hier ist das Hauptmenü. Also das Wohnzimmer der Familie Sanchez, beziehungsweise Smith. Ja, und ich habe mich hier auch versucht, so ein bisschen drauf vorzubereiten und habe mir die ganzen Folgen alle nochmal angeguckt, alle drei Staffeln. Und hoffe, dass ich hier alle möglichen Referenzen auch erwische. So, was haben wir denn hier? Die Optionen. Spectator Cam, Broadcast Your Dumb Clone, genau, wir scheinen ein Morty-Klon zu sein, das sehe ich hier an den Haaren. So ein bisschen, behaupte ich jetzt mal. Grab and place anywhere. Click Joystick in the cam in the room. This can affect frame rate. Wo ist denn die Kamera? Sehe ich nicht. Achso, Spectator Cam. Haha, guck mal. Klack, machen wir sie mal an. So, wo ist denn die jetzt? So, sieht man da jetzt irgendwas? Da ist jetzt irgendwas in der GUI passiert. Ah, guck mal hier. Hallo. Das ist total toll, dass man hier jetzt auch schön filmen kann. Jetzt weiß ich nicht, ich muss aber auch meinen Monitor schielen. Genau, jetzt sieht man hier natürlich die... Das, was ich hier sehe, was die Kamera hier sieht. Hallo. Aber ich mach's dann mal wieder aus. Genau, jetzt sieht man wieder mein Blickfeld. Giant Morty Mode. Ach komm, das lassen wir jetzt alles mal schön bleiben hier. Wir wollen ja vorwärts kommen. Was haben wir hier? Rick and Morty, Volume 1. Kann man das aufmachen? Leider nicht. Volume 2, ach ja, genau, das könnte der böse Morty sein. Oder ist es hier einfach irgendwelche Persiflages an gewisse Comics? Volume 3, ja. Interessant. Gut, genau, also hier kann man sich jetzt verschiedene, ja, quasi Missionen aussuchen. Minimum Viable Morty. Do Rick's Laundry, Disc 1. Machen wir doch einfach mal. Die erste Mission. Und es ist auch schön, dass das so als DVD-Folge quasi gemacht ist. Inklusive dem Intro-Song. Gut, press play. Hey y'all, this is Fast Food Fred. And I'm talking today about VR pressing the menu button. You know, every controller has some kind of button that lets you access the menu. So you done press that button and whoa-dee-do, you're gonna get yourself a tasty chunk. This is Fast Food Fred. Yeah, okay. Genau, ich erinnere mich, ich hab's vor Ewigkeiten schon mal angespielt und wieder weggelegt, weil ich eben in der Serie nicht mehr drin war. Aber ich erinnere mich, dass wenn man jetzt hier die Menütaste drückt, dass man so ein Sandwich halt kriegt, das kann man dann essen und dann landet man wieder hier. Eieiei. Crazy Ideas. Und jetzt müssten wir in der Garage von Rick auftauchen. Ah, da sind wir. Uah. Hallo? Holy crap, Rick! You made a Morty clone, Rick! Yeah, I know. I had to rearrange the entire garage to do it, Morty. Morty clone, pay attention to me. I need you to take this laundry and put it in the washing machine. And if that's too confusing of instructions for you, you know, there's a dry erase board on the that I put up in the garage here. In the dry erase board area, you'll see I wrote instructions on what you're supposed to do. Grab briefs, shirts and pants. Boah, die sehen so komisch aus in 3D. I can't believe you made a Morty clone, Rick! I know. Morty clone, Morty. What are you gonna say about that? Vor allen Dingen, wie dieser Morty-Klon größer ist als der originale Morty.
Ich müsste eigentlich hier unten sein, aber auch schön, dass sie einem mit den Augen folgen. Aber das sieht so gruselig aus. Wow, Rick, he's a regular old Morty clone. That's right, Morty. Yeah. Ich muss jetzt hier immer wieder aufpassen, dass ich hier nicht gegen meinen Schreibtisch renne. I don't think he's getting it really. Yeah, you know, all he has to do is put the clothes in the washing machine and then turn it on. You know, it's doesn't take rocket science to figure that out. It's even up on the dry erase board I made. Na komm. So. Und nu? Grab. So, insert. Wash. Jeez, I mean, boy, this Morty clone, he really doesn't know what the hell he's doing. You know, it's just kind of just bumbling. Ah, okay, good. So now that this Morty clone finished the laundry, I don't need it anymore. I mean, it's just a useless pile of floating head and hands. So I think I'll just go ahead and shoot. Halleluja, welcome to Purgatory. Now serving Clone Morty 265T. Achso, 250.000 Souls served. Das erinnert mich jetzt hier so ein bisschen an Accounting. Hi, looks like you're dead. Welcome to Purgatory. The devil's not available, so you get me, the devil's secretary. We weren't actually expecting you to be dead so soon, so if you don't want to be dead, you can just press that button right in front of you on the phone. Mhm. Hey, over here, Morty clone. Listen, had to bring you back for some really important stuff that I can't get into right now because me and Morty have to go. Some stuff's gotten out of hand. Yeah, you know, we've got to hurry, Rick, come on. All right, listen, I made a teleport system for you. All you have to do is, you know, look in the direction you want to go in the room and then push the A or X button on your controller. Just push the button down and you can teleport to any part of the room. So, A-Button or, hat er gesagt, X-Button? Point at an area you want to go to in the garage, like, let's say... Alright, one last thing, Morty clone. There's a watch over there on the shelves. I'm gonna need you to grab the watch and put it on your wrist. You'll be able to call me using the watch. This is very important. Alright, Morty clone? Yeah. Come on, Rick, we gotta hurry! Alright, Morty clone, we gotta go. Don't touch any of my stuff while we're gone. Und ich bin mir fast sicher, dass sie jetzt hinter dem Ding da auch sind und dann wecke. Oh, hallo? Oh, good, you found the watch. You're not as dumb as I thought. Okay, use that to call me back once you get the lay of the land. So, how to use watch for dummies? You call, answer, ring, ring. Right, Clone Morty, I'm gonna be receiving a part in the driveway. Now, since you can't leave the garage, you're gonna have to use some help. So, if you just hit the button on the Meeseeks box, it's the green and blue box on the shelf there. That should help you out. Even an idiot could figure this one out. Die B6-Box. Aha, genau. Was haben wir denn hier sonst noch? Delivery for Rick. Da liegt was, das müssen wir aufheben. Was war das nochmal für einer? Ich weiß es nicht mehr. Hey, we're two demons in a bean. And you're gonna listen to our super hip fusion band. Hit it, guys. 0, 1, 2. Oh mein Gott. Oh nein. Nein. Too much. So, eine Keule. Kann ich hier nicht irgendwie... Ich fände es gut, wenn man hier irgendwie auch Sachen zeigen könnte und die dann zu sich hin teleportieren. Könnte. Portal Wall. Oh ne, das lassen wir jetzt erstmal. Blips and Chits. Genau, aber jetzt machen wir erstmal tatsächlich mit der Story. Hier mal weiter. Eine Krone. Oh, look at you. You're king of bullshit world. Haha. Genau. So, was haben wir hier noch? You know, I love that game so much, I tried to find a home version of it. I ended up finding a crappy knockoff in some weird pawn shop. Probably made in a foreign country, no offense to foreigners. Gotta be real PC around here, this is a VR game, we're in a very forward-thinking environment. But I did find it in a weird Korean store. Ist das ein Knockoff von, oh, wie hieß das Spiel? Oder das Leben von einem Nachspiels? Haben wir denn hier eine Konsole dafür? Ich glaube nicht. Naja, jetzt holen wir erstmal hier einen Meeseeks. Ach, jetzt kann ich den... Oh Gott. Hey, Mr. Meeseeks, look at
Ouch. I modified the Meeseeks since you can't leave the garage. They should mimic every action you do, except for teleporting, of course. I'm gonna call them U-Seeks. Hehe. Gut. Dann muss ich nochmal hier mein Space evaluieren. So. Und dann müsste ich jetzt eigentlich mir das Ding. Zuwerfen können, eigentlich. Ach jetzt. Hä? Nee, warte mal. Stopp. Wie viele von denen kann ich denn jetzt hier werfen? Oh Gott. Ich habe Angst. Was war das? Hey! Oh, es wackelt. Oh nein. Es ist kaputt gegangen. Oh, great. They don't make them like they used to. Probably a good idea not to order these off of Florg's list. I'm gonna need you to order me another one of these things, Clone Morty. Head over to the my workbench and I'll activate my computer remotely using my remote device. Aha. So, kommt jetzt hier so eine Amazon? Oh, Werbung. Oh nein. Ah, was haben wir hier noch? Hier eine authentische Maus. Ach, du Kacke. Nice Porn. Gü. Your gesorb on PC run into a problem. Consult the troubleshooting guide. Gesorb. Oh, was war das nochmal für ein Planeten? Gesorb. Oh mein Gott. Hier dieses. Ich hab die Namen tatsächlich dann. Ich hab die Namen von den Dingern tatsächlich nicht mehr im Kopf, aber ich erinnere mich an die. Oh, da gab's so eine ganze Folge oder eine. Was war das? Irgendwie intergalaktisches Fernsehen, wo die gezeigt haben, wie dieses Ding hergestellt wird. Oh mein Gott, es wird aber nicht erklärt, was es macht. Aber da wird irgendwas gezogen, da wird das hier durch und dann flop und dann irgendwie irgendwo anders rein. Völlig bescheuert. So, Rick Sanchez, das sind Gloopy Noobs, RX, irgendwelche Pillen, die müssen wir glaube ich auch noch schlucken. Ah, guck mal, hier haben wir so ein Miniverse und dieses Teil guckt mich an. So, was haben wir hier noch? Spin Soda. Caffeine Free. Genau, das kennen wir doch aus. Oh. Okay, das Ding schießt, wenn ich es in die Hand nehme. Ja. So, also hier Kristalle, die nachwachsen. Schön. Brauchen wir garantiert für irgendwas anderes. Licht. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Cracker Slims. Bff. Ja, 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 muss. So. Oh, oh. Gut. Also man kann hier genauso viel Quatsch machen wie in. Wie in. Ach, guck mal, da liegt ja noch mehr. Hallo? Machst du bitte dieses Fenster auf? So, weil jetzt müsste ich doch eigentlich mir hier einen Meeseeks holen können. Wir den hier raus werfen. Dann müsste ich doch. Ne, schade, leider nicht. Der Plan war jetzt, dass ich hier den Meeseeks benutze, um mir die Kassette da zu holen. Aber genau, ich mache jetzt erstmal weiter. Instructions are in the cabinet.
cabinet door. Gesorgt, Order. Ordertron, Computer, Model, bla bla bla. Crystal brauchen wir. Eine Fuse, RAM. Don't forget, he has RAM. Fuse. Use satellite to get fuse. Ah, okay, das heißt, wir müssen erstmal den weg. Der RAM ist kaputt und die Fuse ist im Arsch. So, Crystal. Oh boy, look at you. Give yourself a round of applause. You put the crystal in the slot. Good work. Yay. So, wo kriegen wir denn jetzt RAM her? Hier noch Beakers überall. So, er sagte mir jetzt hier irgendwas von wegen, RAM und alles. What happened? Know why you'd want to go back to the mortal plane? It's fraught with anxiety and misery and existential dread. I don't know if it's worth it. It's hard up there, man. I mean, the constant fear of societal collapse and economic ruin, and if you're gonna be able to provide and is and all the anxieties of being alive, you know. Why do you want to go back to that? What down here is peaceful, it's pure. It's relaxing. I mean, I know it's purgatory, but I mean, for God's sakes, why would you push the button right in front of you? It's just a road to more misery. Naja, wenn du das sagst. So, was ist denn passiert? Mir ist irgendwas auf den Kopf gefallen. Ein T-Shirt. The Flash. Flash Curtains. Ja. Eyeballs. Ach, das sind doch hier die von Eyeball Man. Kommt der jetzt und tötet mich? So, Schädel. Okay. Was haben wir denn da oben? So. Aha, das. Manual. Sehr wahrscheinlich. Na komm, lass los. Kleiner Morty. Tech and stuff. Monthly gadgets. We aren't you. It's the future or just a gimmick, you dumb idiots. Ja. More inside. Genau. So. Wir holen uns jetzt einfach mal eine Fuse. Gah. Ja, walk through it ist gut. Welcome to Space Clone Morty. Actually, you're just pretty insignificant in general. Ah, hallo Erde. Schön. So, was haben wir jetzt hier? Auch schön, dass das hier in schwerelos jetzt alles ist. Und der Satellit ist kaputt. Sehr schön. Boost. Give me boost. So, Fuse. Sowieso. Gut, dann nehme ich doch mal die Batterie mit. Und ich muss ja echt mit meinem VR-Space gerade aufpassen. Da steht auch irgendwas. Idiots, irgendwas. Naja, egal. So. Wie lade ich jetzt diese Batterie auf? Und womit? Nein. Explosive Material. Nitro Dark Matter. Ah, da ist der Kassettenrekorder. Hier ist einfach nur Essen drin. Ugh. Ich habe auch schön auf mein Kabel getreten. Hey, be careful, Clone Morty. There's a monster down there. He's not really dangerous. He's just an asshole. Combinator. Item A, Item B, Item AB. Broccoli plus Can, Metal Broccoli.
Okay, Metal Apple, Carrot Hammer. Ihr seid bescheuert. Ah. Gut. Wie kriege ich jetzt diese Batterie aufgeladen? Fluff. Hier mal Light Switch. Die auch alle nicht gehen. Sehr schön. So, dann haben wir hier noch Battery. Inside. Guck mal. Check out my microverse machine, Clone Morty. You'll never see anything like it anywhere. Da haben wir sowas. Floink. So, Battery Charger. Hm, was müssen wir denn machen?